So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von Webuild Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier sehen kann, haben wir diesen Eingang hier ein bisschen mit Chisels und Bits bearbeitet. Und außerdem haben wir auch noch, Moment, ich zeig's euch mal. Ja, wir haben Hogwarts nochmal ein bisschen mehr zum Leuchten gebracht, also gerade so zum Beispiel, da vorne diese Türmchen da bei der großen Halle, ne? Und, ja. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich schick, aber was wir in dieser Folge machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Blub. Blub. Oh, warte, ihr seid ja schon wieder da. So, ja, denn in dieser Folge, ihr seht, ich habe Steinziegel und ich habe einen Zeitumkehrer. Mit dem mache ich jetzt erstmal hier, ja, Ahoi. Und, ja, ich begebe mich einmal hier in dieses, Gebäudekomplex. Denn ihr seht hier, ja, ist es noch ziemlich leer und sogar auch noch offen. Und da ist es auch noch ganz groß offen. Also hier zieht echt Luft rein, muss man sagen. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt für die heutige Folge einmal vorgenommen, erstmal hier nach unten zu fliegen. Und ich bin nicht gestorben, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Und ja, ich würde nämlich heute ganz gerne hier diesen Turm hochbauen, also hochziehen. Und ja, dann noch vielleicht ein paar andere Sachen, je nachdem, einfach mal gucken. Und ja, aber als erstes muss ich jetzt hier mal nach oben und ich bin im Game Mode 1, lol. Game Mode 0. So. So, dann gehen wir jetzt einmal hier so nach oben. Zack und. Zack. Wow, komm schon. So, sehr schön. Gut. Gut. Komm schon. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Wow. Uiuiuiui. So. Gut, ich bin oben angekommen. Und das sogar ohne zu sterben. Wow, Luca, ich bin stolz auf dich. Als erstes frage ich mich, was hat das da hier zu suchen? Das ist eigentlich hier nicht so ganz richtig. Mache ich mal hier so. So. Ja, den Rest, den lasse ich jetzt einfach mal. Dann gehe ich hier wieder nach oben. Zack und zack. Und ja, dann muss das da hier auf jeden Fall mal nach oben gezogen werden. So. Genau. Also ich habe heute auf jeden Fall ein bisschen was vor. Diesen Turm hier hochzuziehen, das ist nur eins von ein paar Sachen, die ich vorhabe. Also, nö, es bleibt nicht hier bei dieser Aufgabe. Sondern es ist auch noch mehr geplant auf jeden Fall, also definitiv. Und ja, wenn ich jetzt gleich mal ganz kurz mein Inventar öffne. Moment. So. So, wenn ich jetzt hier einmal mein Inventar öffne, dann seht ihr auch schon ganz viel, und zwar eins meiner Eier. Und ja, hier auch so Bruchsteine. Und ja, das sind natürlich hier diese Bruchsteine. Das bedeutet, ich mache jetzt hier einmal so. Und ja, dann ziehe ich das da hier einmal so nach oben. So. Und ich finde, die Brücke wirft einen mega geilen Schatten. Wow. Aber ich mag den Shader ja sowieso. Also ich denke, das habe ich ja auch schon sehr oft gesagt. Also gerade am Anfang, als ich den Shader hatte, habe ich ja sehr, sehr viel gefangirlt mit den Schattierungen und mit den Lichtern und Fenster und. Oh mein Gott, der Shader ist so geil. Ja, auf jeden Fall, habe ich ziemlich viel gefangirlt, weil, ja, ich finde halt Shader, die machen unglaublich viel aus. Also gerade hier bei solchen Bauwerken. Und ja, deswegen mag ich das auch total gerne. Und wenn ich irgendwann mal einen besseren PC habe, dann werde ich mir natürlich einen besseren Shader holen, weil ja, also mein PC ist jetzt nicht gerade der beste. Nocti und Carmen meinten zwar mal, also die haben mal ein bisschen über meinen PC drüber geschaut, die meinten zwar mal, dass das eigentlich gut ist, was ich habe. Also zumindest, dass ich da keine Probleme haben sollte. Aber ja, dadurch, dass ich halt Probleme habe, dann sagen sie halt einfach, ja, muss halt mal neue Teile kaufen.
Und natürlich ist es einfacher gesagt als getan, weil ich habe, wie ihr wisst, momentan einfach kein Geld. Zumindest nicht für sowas, weil ich mache ja meinen Führerschein und ja, meine Oma und Opa, sie sagen zwar, Luca, wenn du noch irgendwas brauchst, dann sagst du Bescheid, dann geben wir dir alles, was du brauchst. Also bezüglich meines Führerscheins halt. Und aber ja, ich will die da jetzt nicht ausbeuten oder sowas. Das wäre ja schon ziemlich assi. Ja, genau. So, also das hier ist auf jeden Fall eine der Bauaufgaben, die ich jetzt hier auch noch vorhabe, auf jeden Fall. Hier so diese Linien ziehen. Zack. Und dann hier einmal rüber. Dann zack und zack, zack. Dann so und so. Und dann hier so. Und das hier wird dann einmal so nach drüben gezogen. Nein. Nein. So. Moment. So. Bam. Okay, dann wieder einmal zurück mit R. So. Ich hoffe mal nicht, dass ich hier irgendwo runterfall, weil runterfallen ist in den meisten Fällen nicht so gut. Und kann es sein, dass die Sichtweite ziemlich weit oben ist? Die ist auf 12. Ich mach's mal auf 10. So. Ja, und dann geht es jetzt auf jeden Fall weiter nach oben. So. So, und ich hoffe mal, wir packen den Turm in dieser Folge, weil irgendwie dauert das doch ein bisschen länger als gedacht. Also ja gut, das Längste, was eigentlich dauert, sind diese mit Bruchstein, diese Linien. Aber ja, egal, dafür wird es zum Schluss schön aussehen. Und das ist ja das Wichtigste in WWPW, dass Hogwarts nicht nur steht, sondern dass es auch schön steht, ne? Es soll ja gut aussehen. Und ja, da gebe ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe. Damit, wenn ihr hier irgendwann mal auf dem Server seid, also ich habe ja schon vor, das irgendwann mal zu einem öffentlichen Server zu machen, dass ihr dann eben auch ein schönes Hogwarts habt, wodurch ihr laufen könnt und wodurch ihr lauchen könnt. Ich bin ein Lauch. Ja, genau. Und ja, ich gebe mir da einfach ein bisschen Mühe. Und ich denke mal oder ich hoffe mal, das merkt man auch, weil zum Beispiel, also diese Staffel jetzt, also das hier ist ja jetzt WWPW 392. Ja, in dieser Staffel jetzt, also 300 bis jetzt halt 392, haben drei, ja noch drei große Umbauaufgaben stattgefunden. Die erste Umbauaufgabe war direkt am Anfang der Staffel, die große Halle. Die zweite Umbauaufgabe war das Dach hier vom zweiten Gebäudekomplex, das Dach hier. Und diese dritte Umbauaufgabe war jetzt, die Umbauaufgabe von diesem Gebäudekomplex hier, vom dritten Gebäudekomplex. Und zwischendurch haben wir es trotzdem noch geschafft, so unfassbar viel Landmasse wegzunehmen, also für die zukünftige Schlucht von Hogwarts. Und das finde ich halt wirklich unglaublich beeindruckend, dass man alleine mit einem Server, der so ist wie jetzt dieser hier, schon so unfassbar viel schaffen kann. Aber ja, ich würde gerne irgendwann mal das erzielen, dass jeder, wann er möchte, hier drauf joinen kann und ja, einfach durch Hogwarts laufen kann. Und das ist wirklich ein kleiner Traum von mir. Und ich hoffe, dass es das auch irgendwann mal möglich ist, weil das wäre halt schon echt mega cool. Und ja, genau. Und dann kann jeder, der die Mods hat und die Server-IP, kann auf jeden Fall hier joinen. Also 100%. Natürlich nichts bauen. Also das wird, das ist ja dieser Kasus Knacktus, warum ich nicht jeden hier auf den Server lasse, weil prinzipiell jeder, der die IP-Adresse hat und die Mods, könnte hier draufkommen und irgendwas bauen, abbauen oder verbessern sogar. Und ja, das möchte ich halt nicht. Also selbst wenn irgendwo was falsch gebaut ist und lol, achso, das soll ja so sein. Selbst wenn irgendwo was falsch gebaut ist, wisst ihr, wenn irgendwo ein Block fehlt oder sonst was, dann soll man das halt nicht machen, weil dann ist der Drang natürlich groß, das einfach kurz zu machen, weil man sich denkt so, ja komm, der Block ist da zu viel oder sonst was, den baue ich halt kurz ab und bringe ihn in die Base. Ja. Sowas will ich natürlich nicht.
Und deswegen macht es ja aktuell noch mit der Whitelist und allem Möglichen. Aber irgendwann, wenn das da hier ein öffentlicher Server ist, dann ja, dann gibt es dieses Problem natürlich nicht mehr und dann kann jeder hier einfach so rumlaufen und machen, was er möchte, theoretisch. Also abgesehen von Bauen und Abbauen. Aber wenn ich irgendjemanden kennenlerne, der sich gut mit Plugins und sowas auskennt und auch Zeit hat für mich, dann kann man auch auf jeden Fall sowas wie Hide and Seek hier einstellen oder ja, keine Ahnung, so Minigames irgendwie. Und den Besen fixen. Also da muss man ja einfach nur die Mod umschreiben, aber ich habe davon gar keine Ahnung. Und ja, das habe ich ja auch schon erwähnt. Wenn ich da mal jemanden kennenlernen würde, wäre das mega nice. Oder vielleicht kennt ihr ja jemanden, der sich besonders gut mit Minecraft-Mods auskennt. Und vielleicht könnt ihr den ja mal fragen, weil ich hätte total gerne meinen Oldschool-Besen wieder. Vielleicht kann man ja auch irgendwann so ein Quidditch-Plugin hinzufügen. Also Plugins sind so ähnlich wie Mods, nur dass sie halt serverintern sind. Und dann eben auch nur auf diesem Server sind und nicht irgendwie in der Offline-Welt. Mods hat man ja auch in der Offline-Welt und Plugins sind eben nur hier in dieser Server-Welt. Das heißt also, man gibt keiner Map-Plugins, sondern man gibt einem Server-Plugins, dass ihr das euch vielleicht so ein bisschen vorstellen könnt. Und auf jeden Fall, ah, Moment mal, hier kommt ja noch mal eine Linie, sehe ich gerade. Das ist hier, zack, okay, da. Moment, jetzt habe ich kein Crafting Table, egal, ich mache kurz hier so. Ach verdammt, eigentlich wollte ich mir noch eine Axt mitnehmen, um Jule glücklich zu machen, aber jetzt habe ich es ja vergessen. Aber ich habe vorhin noch dran gedacht. Mann. So, dann das hier wieder weg. Zack, und dann hier so. So. So, so. Zack, und dann hier natürlich so ringsrum einmal. So, so, so. Oh. So. So. Okay, so. Ich habe es gerade so überlebt. genau, dann ziehe ich das da hier einmal wieder so einen Stein nur höher. So, so, so. Und da hinten haben wir unsere süßen Schafis, die wir ja auch wieder umgesiedelt haben in einem der letzten, keine Ahnung, fünf Streams oder so. Oder mehr. Ich weiß es gar nicht. Naja. So, so. Genau, und dann kommt hier dran. Moment. Oh Gottes Willen. Soll ich es riskieren? Ja, kommt, Leute, ich riskiere es. 14 Levelpunkte. Verdammt. Ich hab's geschafft. Okay, nice. So. Dann hier so, so. So. So, so. Gut. Genau, dann hier so. So, so, so. Und dann hier so. Und zack. So, so. So, so. Dann hier so. Zack, und dann hier so. Gut, dann jetzt eben nur noch hier einmal so rüberführen lassen. Zack, und ja gut, da hinten wird es jetzt ein bisschen problematisch, aber das sollte ich auch noch irgendwie gebacken bekommen. So. Okay, nämlich muss ich jetzt hier darauf achten, dass ich hier so mache. Und ich mache jetzt mal ganz kurz
Ja, ich muss jetzt hier sowas machen. Und dann hier so. Ja, komm, dann mache ich hier auch nochmal so. Dann verliere ich halt diese Half-Slabs hier. Ah, Moment, der da hier muss weg. Ah, nein, den habe ich nicht verloren. Und wie sieht's mit dir aus, kleiner Kollege? Oh, nice. Okay, sehr gut. Dann hier so nochmal um die Ecke. Und zack. Gut. Genau, und dann geht's gerade hier so weiter. Zack, zack, zack. Und dann hier. Ja gut, das da hier kann ich eigentlich dann auch von, ne, von hier aus machen. So. So. So, so. So, so, so. Wow. Oh. So. So, so. Und das da hier lasse ich erstmal so, weil dieses Dach hier habe ich geplant, nochmal abzubauen und neu zu bauen. Also natürlich nicht den Winkel, sondern nur halt von der Reihenfolge der Blöcke her, weil ihr müsst euch vorstellen, Moment, ich zeige es euch einmal ganz kurz. So, wir sind jetzt hier, genau hier. Das bedeutet, dass hier so diese eine Linie kommt, also von dem Dach eben. So. Und das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn dann hier Half Slab Block, Half Slab Block, sondern ich mache Block, Half Slab Block, Half Slab. Genau. Weil dann sieht es meiner Meinung nach zumindest einfach ein bisschen schöner aus. Und ja, wenn ihr da anderer Meinung seid, könnt ihr es natürlich sehr, sehr gerne schreiben. Also ich bin auf jeden Fall sehr offen für. Und ja, jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder darüber kommen. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Moment, ich gehe erstmal, würde ich sagen, hier drauf. So. Dann gehe ich hier drauf. So, und dann sieht es eben aus wie hier, ne? Hier ist ja auch Half Slab und dann hier ein Block direkt nach diesem Half Slab. Und ja, so komme ich auf jeden Fall hier wieder rüber. Sehr schön. Genau, dann einmal hier drauf und das da hier kann jetzt zwei Steine höher gezogen werden. Ja. So, so. Genau. So, 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 so. Ne, der da hier nochmal weg. So. Zack, 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 zack. Und dann hier eben nochmal so, so. Ja, dann hier die Erde muss natürlich weg. So, weg, weg. So. Und dann hier nochmal zwei höher, dieser Turm. Und dann nochmal. Ah, nee, genau, auf dieser Höhe bleibt er dann. Alles klar. Genau so. Zack, 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 zack. Genau so. So, dann hier der hier mal weg. Der hier auch. Und dann so, so. Dann hier kommt jetzt auch nochmal diese Verbindung mit den Half Slabs. Zack. Und dann zack, zack, zack. Und so, aber jetzt müssen wir zum Glück nicht mehr bis da ganz nach hinten, weil das ist ja schon komplett gezogen. Und ja, somit ist es auf jeden Fall ein bisschen simpler jetzt. So, so. Und dann hier auch nochmal so rum. So. So, so. Und dann hier zack und zack, zack, zack. Ja. Über was habe ich jetzt heute eigentlich geredet? Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon wieder vergessen, worüber ich geredet habe. Wisst ihr, das ist so schlimm teilweise. Also, ich bin ja ein sehr vergesslicher Mensch. Und manchmal, zum Beispiel,
vorhin ist es vorgekommen, da habe ich jemanden etwas gefragt. Und ich habe vergessen, dass ich die Person das schon mal gefragt habe und habe die Person dann einfach nochmal gefragt. Und und dann habe ich gesagt, kann es sein, dass ich das schon mal gefragt habe, weil irgendwie kam mir das schon bekannt vor, diese Fragen und diese Antworten. Und jetzt muss ich hier ganz kurz überlegen, genau, weil der da hier ist falsch. So, da kommt dann nämlich der da hier drauf. Genau, und dann hier eben so. Und so. Und dann hier nochmal zack, zack. So, das gleiche auch nochmal hier. Der da hier weg. Und der da hier hin. Ja, und dann, ich denke, Moment. Ah, genau, hier so dann. Das wäre dann der Turm in der Höhe. Genau, ich denke mal, hier ist es alles soweit korrekt, oder? Ja, genau, hier sind die Dinger des Turms soweit freigelassen worden. Das ist gut. Dann gehe ich nochmal hier zu diesem hinteren Turm, aber auf der anderen Seite. So. Zack. Nochmal gucken, wie das hier soweit ist. Ah, okay, hier habe ich den gleichen Fehler gemacht. Da muss der hier einmal runter. Kann der runtergebaut werden? Jawohl. So, einmal runter, dann einmal so. Dann zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Ah, das ist falsch. Kann man. So. Zack, zack. Und dann kommt hier eben die Hölzer rein und hier dann auch nochmal so, so. Dann werde ich auch nochmal raus und da Holz rein. Aber ja, jetzt stimmt's auf jeden Fall soweit. Und ja, der Turm, der hat jetzt eine richtige Länge. Hier ist, glaube ich, auch soweit richtig. Ah, okay. Moment, dann mache ich das mal ganz kurz, weil hier. Ja, gut, da ist jetzt Holz, aber. Ja, nee, komm. Ich mache das mal ganz kurz, dass es eben einheitlich ist. So, dann der da hier weg. Zack. Dann der da hier weg. So. Dann der da hier weg. Zack. Und dann hier die beiden. So. Und dann glaube ich auch nochmal der da hier, ne? Ja, genau, weil das da hier sind dann jetzt 5 und dann mit dem da hier 6. Gut, oder? Ja, genau, jetzt stimmt's. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall einheitlich. Hier das mit den Türmen stimmt soweit auch. Auch das Dach passt soweit. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich nächste Folge. Ah, Moment mal. Upp, upp, upp. Genau, weil hier die da hier können dann auf jeden Fall weg. Ja, ich überlege gerade, soll ich mir noch eine Axt holen und dann das mit dem Dach machen? Aber ich glaube, das würde zu lang werden. Ansonsten. Also klar, hier steht auf längere Folgen, aber. Ja, das hier geht nämlich nur bis hier. Genau. Aber nee, da mache ich das nächste Folge im Moment. Dann haben wir hier nach oben. Zack. So. Genau, einmal hier in der sicheren Ecke. So, und dann geht es jetzt hier einmal nach oben. So. Ah, Moment mal, ist das da hier soweit richtig? Hier geht das so auf den da hier drauf. Und hier ist das genauso. Okay, nice. Wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre, aber ja. Ich kontrolliere trotzdem lieber nochmal, bevor irgendwas falsch ist. Gut, ja, dann haben wir es jetzt auf jeden Fall. Ich überlege gerade, soll ich die Folge da oben beenden? Ja, kommt Leute, dann sieht man den Turm schön und dann passt es auf jeden Fall. Hier kann ich runter. So, und dann geht es einmal hier lang. So, und dann hier nach oben. Und ja, die Treppe wird immer noch irgendwann überarbeitet. Und dieser Gang hier auch, weil der ist nicht so schön. Nicht so lecker. So, einmal hier nach oben. Zack, zack. Und dann, nee, halt, nach unten. Oh.
Genau, ich muss nach unten, um dann hier drin nach oben zu können. Oh Gott, das ist kompliziert. Aber naja, es ist trotzdem auf jeden Fall schön, meiner Meinung nach. So, zweiter Stock. Ah, nee, oberster Stock, lol. Ah ja, genau, ich bin jetzt hier. Und dann einmal hier und dann hier so, so. Zack. Genau, weil von hier aus sieht man jetzt den Turm und das Gebäudekomplex so ein bisschen. Und ja, ich muss doch sagen, es gefällt mir. Ja, dann, liebe Leute, würde ich jetzt mal sagen, was hier mit dieser Folge. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von We Build Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.